Hallo, da sind wir wieder in unserer Sims 4 WG. Wie ihr seht, haben meine Sims wieder ganze Arbeit geleistet. Jo, ich bin stolz auf euch. So, die Kinder, die sind alle schon wach. Du willst an den PC? Nein. Geh mal was essen. Haben wir noch was? Viermal. Okay, das reicht für die Mädels. Komm, alle einmal essen. Achso, erstmal gucken. Müssen sie überhaupt essen? ja. Komm. Ist auch was. So, und du? Vielleicht erstmal einmal aufs Klo gehen, damit ihr euch da nicht in die Quere kommt. Und dann darfst du dir natürlich auch noch was nehmen. Jo! So, rein theoretisch wollte ich ja gerne mit dem Roy mal wieder mit. Aber die anderen haben alle frei. Dann wäre das doof, dann nutze ich den Tag lieber. Und gehen lieber dann den nächsten Tag mit ihm los. So, wie geht's euch denn allen so? Ja, du musst natürlich arbeiten. Hast aber noch ein bisschen Zeit. Lass mal ihn noch ein bisschen schlafen. So, was machen die anderen denn so? Ja, Luisa, die war ja die Letzte, ne? Die lag ja die ganze Nacht in der Badewanne. Oh, der gnädige Herr ist auch schon wach und der ist auch schon am Essen. Ja, mach mal. Du müsstest dann auch dringend duschen. Hey, du hast schon abgegessen. Cool. Oh nein. Ey, was machen die hier schon wieder? Geh du mal aufs Klo schon. Du bist noch am Essen fröhlich. Und du warst schon auf dem Klo. Okay, danach soll sie denn auch noch mal kurz gehen. Du kannst ja dann vielleicht oben gehen auf dieses komische, dreckige Klo. Weil er ist ja noch nicht so weit. Ja, bist du denn jetzt eigentlich? Nee, bist ja gar nicht gegangen hier. Hör mal auf zu quatschen. Geh mal aufs Klo. Ihr müsst ja bald los in einer halben Stunde. Damit sie dann auch noch hier aufs Klo kann. Ach komm, am besten ist, gehst du schon... Nein, sie geht ja nicht um. Das ist ja auch kaputt. Oh Gott, wir brauchen jemanden, der alles repariert. Der Don will aber erstmal duschen. Was wollen die denn jetzt hier alle? Hä? Haben wir jetzt hier eine Gruppenversammlung oder was? Wer hat denn eine Gruppe? Tatsächlich, warum haben wir eine Gruppenversammlung? Kam hier irgendeine Meldung oder so? Quatsch. Habe ich hier irgendwas verpasst? Die Gruppenversammlung von Spielplatzpiraten hat begonnen. Aber warum? Die Gruppenmitglieder wurden benachrichtigt und sind unterwegs. Ich habe doch überhaupt gar keine gestartet. Habe ich mich verklickt? Nö. Ja, fühlt euch wie zu Hause hier. Geht schon in Ordnung. Hey, nein, außerdem müssen wir jetzt sowieso in die Schule. Was soll das? Ach, so. Achso, jetzt gehen sie alle wieder. Ja, tschüss. Und Luna will nicht. Luna hat keinen Bock auf Schule oder was. Außerdem sollte die Dinger so hier auch nochmal aufs Klo gehen. Hat sie nicht gemacht, habe ich verpasst. Okay, los, komm, Luna, hör auf zu futtern. Du musst jetzt auch erstmal in die Schule. Sind die jetzt alle wieder weg? Ja, sieht so aus. Und dann macht er halt eine Gruppenversammlung in der Schule, auch gut. Ja, das ist ja doch gut, wenn dann auch Gruppenpunkte los... es geben würde. Ja, ist er die Finger abgehauen, oder wie? So, der gnädige Herr hier. Der ist aber gar nicht schon mal irgendwo duschen. Ja, er hat noch was Heiles gefunden. Cool. Na, wir haben aber immerhin noch ein heiles Klo. Wer hätte das gedacht? Wenn du damit fertig bist, dann weißt du, was du zu tun hast hier, ne? Ah, warten wir noch kurz ab. Okay, dann darf... Ich glaub's ja wohl nicht, oder? Ja, geh jetzt erstmal aufs Klo. Passt schon. Geh mal aufs Klo und danach darfst du die anfangen zu reparieren. Oh mein Gott. Ja, und dann darfst du weiter reparieren. Moment. Hier war auch nochmal was kaputt. Reparieren bitte. Und dann darfst du das alles wie verrückt aufwischen. Oh Gott. So, du musst dann übrigens ja auch dann bald los. Bist du noch am Essen? Ja, jetzt am Essen. Okay. Das andere... Ist der denn jetzt auch, oder was machst du da unten? Geht er nicht weiter? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ach so, der sitzt hier. Wer hat denn da jetzt seine Hausaufgaben nicht mitgenommen? Na toll. Ja, von wem sind die? Keine Ahnung. Vielleicht haben die Kinder die auch liegen lassen. Hier liegen nämlich ganz viele. Ja, das machen die öfter mal. Ah, da liegen auch nochmal Hausaufgaben. Hausaufgaben brauche ich erstmal nicht mehr kaufen. Wir haben genug. Auch gut. Ja, ja, ich weiß, dass irgendwas heißt. So, Hanna, komm, du kannst auch schon mal aufstehen.
Wir bräuchten auch mal jemanden, der wieder was Neues kocht. Ich glaube, wir haben nämlich nichts mehr. Koch mal was Schönes. Verdorbenes Essen musste auch noch aus, da war doch gar nichts drin, oder? Na, räumen wir es erstmal aus. Okay, und dann darfst du noch was Schönes kochen. Was hätten wir denn gerne? Nochmal Grillkäse für die ganze Bande. Hast du was zu tun? Und danach darfst du eventuell dann auch noch duschen gehen. So, was? Eine vergessene Frage. Wieder mal einmal ein Test. Spacey ist fast fertig, als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. All ihre Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Sie will es gerade der Lehrerin sagen, als ihr einfällt, dass sie den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Oh, na, dann gebe ich doch einfach ab. Spacey füllt die verbleibenden Fragen korrekt aus und hofft das Beste. Die Schule nimmt diese Übungstest sehr ernst. Aber was soll ein einziger Test schon aussagen? Leider ist die Lehrerin da komplett anderer Meinung und gibt Spacey im nächsten Monat zusätzliche Arbeiten, damit sie den Stoff schafft. Oh mein Gott, die arme Spacey. Die braucht doch sowieso schon immer länger noch. So, gnädiger Herr, ich glaube, du musst irgendwie bald los, ne? Bestenliste! Ah, da Elisa jetzt auf der Liste der besten Schüler ist, könnte sie ebenso gut ein Schild mit Tritt mir hier auf dem Rücken kleben haben. Oh, Moment, da ist ja tatsächlich so ein Schild. Soll sie jetzt dem Lehrer sagen oder versuchen, den Verantwortlichen auf eigene Faust zu finden? Den suchen wir uns mal raus. Das Gute an Dummköpfen ist, dass sie es nie schaffen, ihre Spuren zu verbergen. Elisa blickt roten Stift überall auf den Händen. Wa, da, da, da. Geh alleine los. Ach, ist egal. Sie hat ihn gefunden, bestimmt. So. Du bist fleißig am Kochen? Nein, immer noch nicht. Sie hat erst noch irgendwelche tausend andere Dinge getan. So, gnädiger Herr. Wie sieht's denn aus? Hm? Das sieht ja schon wieder gut aus. Das darfst du dann gleich mal plündern. Mach mal. Und dann kann ich das gleich in den Mülleimer schieben. Und dann gucke ich mal gleich noch oben das Bad an. Ob der das ordentlich... Ja, schmeiß dahin. Passt schon. So. Und dann gucken wir mal, wie es oben aussieht. Das Klo ist noch dreckig. Putzen mit Elan. Mach mal. Und da darfst du dann auch gleich nochmal Teile plündern. So, sind denn jetzt endlich die Bäder wieder in Ordnung? Soweit. Ja, sieht so aus. Und wenn du das getan hast, dann darfst du sogar noch ein bisschen hier Spaß machen. Ja, mach einfach. Spiel spielen. Mach mal, spiel die Zuflucht oder sowas. Kannst du gerne machen. So. Die gnädige Frau ist immer noch nicht am Kochen oder hast du jetzt gekocht? Doch, sie hat gekocht. Cool. Okay. Dann werde ich mal den Rest da entsorgen. Wenn es denn geht. 70 Simoleons bekomme ich jetzt schon. Wollen wir kurz warten. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, das darf man erst greifen, wenn der grün ist. So. Die Welt ist wieder in Ordnung. Irgendwas hörte sich schon wieder so kaputt an. Nee, okay. Doch nicht. Nein, das mache ich weg. Ich nehme das mit nach unten. Ich packe das erstmal dahin. So, und dann hole ich mir gleich nochmal 70 Simoleons hier. Obwohl, ihr habt ja eigentlich schon richtig viel Kohle. Aber ist völlig egal, wir können alles gebrauchen. Der will nicht. Der Haufen, der will hier nicht rein. Komm jetzt hierher. Jawohl. So, und dann habe ich mir überlegt, ich kann ja den Roy, der muss ja da noch so viele Tränke machen. Den werde ich mal einfach für zu Hause so ein Ding kaufen. Dann kann er das hier machen, dann muss er das nicht auf Arbeit machen, weil das ist ja immer so eine Katastrophe. Aktivitäten und Fähigkeiten. Nee, Analysegerät nicht. Was haben wir hier? Das Ding hier, ne? Chemielabor, das müsste das sein. Führe ich das da mal hin? Passt das? Sieht so aus, hoffe ich doch. Okay. So, dann müsste ich ihm natürlich auch noch ein paar Dinge... Jetzt kann ich ihm natürlich nichts rüberschieben. Was hältst du denn davon, wenn du... Achso, steht schon im Wald. Die heutige Post ist da, wir haben Rechnungen. Yeah, toll. Dein Spaß... Ich wollte gerade sagen, hä? Ich wollte gerade sagen, er war doch schon auf Klo und so weiter. Komm, du darfst hier mal den Postboten davonjagen. Ah, schon wieder Rechnung. Jetzt habe ich mich gerade noch gefreut, dass wir so viel Geld haben. So, und wenn die gnädigen Herrschaften hier mal so weit sind, dann würde ich nämlich gerne mal... Oh, die muss ich auch noch essen. Dann würde ich nämlich ganz gerne mal so... Du musst auch noch mal über los. In der Welt rum... Geh erstmal aufs Klo, ne? Darfst du auch noch duschen.
rumfahren, um noch ein paar Gemüsesorten zu finden. Weil der Reuer braucht ja noch einiges. Und zwar bräuchte er gerne Äpfel und Spinatpilze und Bananen. Wobei Spinat und Bananen, glaube ich, nur aus Samentütchen kommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber ich werde mal sehen. Da in Windenburg, da am Chalet, da gibt es doch so einen Garten. Da ist immer ein Gärtner. Vielleicht können wir da ein bisschen was ernten. So, dann warten wir nur noch, bis die Hanna dann mal geduscht hat. Dann geht mit dir prächtig, super. Nee, du kannst auch noch mal aufs Klo gehen oder so. Wer weiß, wie lange wir unterwegs sind. Wenn es denn geht. Hat die Hanna eigentlich ihre Auftritte gemacht? Das hat sie abgeschlossen. Ach, du brauchst ja auch noch Charisma. Dich muss ich ja noch vor dem Spiegel platzieren. Wie weit bist du denn da? Mit Charisma. Na, das ist aber nicht mehr so viel. Das geht eigentlich. Ja, und du, Nerdhirn, du würdest, glaube ich, immer noch Logik Level 10. Naja, haben wir noch was vor uns. Aber okay. Und der Gnädiger braucht natürlich immer noch 10 Sims zum Küssen. So, wie sieht's denn jetzt hier immer aus, gnädige Frau? Sind wir denn jetzt endlich mal geduscht? Ja, fast fertig. Okay. Das muss reichen. Los geht's. So, nach Windenburg ins Chalet. Hier wollen wir hin. Jawohl, ab in den Flieger. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen die beiden mit. So, was haben wir denn da? Ein Geist. Ja, hallo Geist. Wer ist die denn hier? Ah, keine Ahnung. Ups, weg ist sie. Ab in die Lampe. Oh, oh. So, dann muss ich mal gucken. Oh, wir haben gleich noch hier so einen Heckenritter. Hier irgendwo war ein Garten mit Gemüse. Aber wo war der? Irgendwo hat doch hier der Kleine gesessen an irgendeinem Schachtisch. Und dann war da einer, der hat da Gemüse gemacht, geerntet. Was ist denn jetzt hier, Hanna? Was ist mit der Hanna los? Oh, was denn? Sehr wütend. Warum ist die Hanna wütend? Deko, das was? Neue Hanna. Was war denn das? Hanna, wo ist meine Hanna? Hanna ist gar nicht mehr da. Hanna ist gegangen. Und was ist mit dir? Du bist beschämt? Warum? Mit anderen Sinn erwischt. Oh, weia. Lena Füll. Oh, weia, oh, weia. Nicht sagen, ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Ist das eine Freundin von dir oder was? Ah, je. Lena Füll, wo ist sie denn da? Das ist eine Freundin. Hanna, Mist, ich hab nicht dran gedacht. Ich darf die Beine gar nicht zusammen wegschicken. Oh. Aber irgendwie ist sie schon wieder. Was will sie jetzt von ihm? Küssen. Ja, küss ihn. Oh, oh. Genau. Deiner. Es ist deiner. Du bist nur so eine temporäre Freundin. Oh, oh. Ja, dumm gelaufen. So, ich muss jetzt noch mal den Gemüsegarten suchen. Wo ist denn das Ding? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hat doch der da gesessen. Ist das hier oder so? Na, sag mal, wo kann denn der sein? Hier irgendwo? Nee, jetzt. Ach, je! Scheidende Liebe wegen Eifersucht. Oh mein Gott. Hanna, komm ja hierher. Komm. Geh mal hierher. Geh mal da weg. Na, sag mal, wo ist denn dieser Garten? Der hat doch das Schach gespielt, der Kleine. Und hier! Hier muss es sein. Ja, genau. Hier wollen wir ernten. Geht das? Nein! Die Sachen sind noch gar nicht so weit. Mist, Mist, Mist. Was wären das überhaupt? Kartoffel? Lohnt sich das überhaupt? Erdbeer? Spinat! Oh, der sieht noch gar nicht so weit aus. Oh, und Pilze haben wir hier auch. Oh, wir müssen jetzt hier erstmal eine Weile bleiben, dass es vielleicht wächst oder so. Oder wir müssen noch ein andermal wiederkommen. Oh Manu, hier gibt's aber alles das, was ich brauche. Cool. Hier gibt es Äpfel. Ja, genau. Äpfel brauche ich. Und wir brauchen Spinat und Pilze. Das gibt es hier alles. Was haben wir noch? Kirschen. Ja, Kirschen nehme ich auch mit.
Sind alles Kirschen? Nee, Zitronen gibt's auch. Na gut, Zitrone und Birne brauche ich nicht unbedingt. Oh Mann, oh. Müssen wir noch eine Weile hier bleiben, damit das dann irgendwann was wird. Aber Hanna ist ja traurig, was hast du getan? Ja, jetzt steht's erstmal da doof rum, ne? Oh, ist das jetzt... Nee, die Beziehung ist aber noch da. Oh, oh. Mann, du Vogel! Also alles verkackt hier. Wo ist er denn jetzt? Er ist gar nicht mehr da, ist gegangen. Na, warte, was? Wenn er schon mal hier sein könnte, eigentlich auch ein bisschen durchs Labyrinth irren, ne? Weil wir müssen sowieso eine Weile vor Ort sein. Damit hier die Früchte wachsen. Macht er das jetzt von alleine? Durchs Labyrinth irren. Okay. Und die Hanna? Die wird auch sehr traurig durchs Labyrinth. Oh weia. Da habe ich ja nun gar nicht dran gedacht. Und Luisa, was machst du Schönes? Aha, wer ist sie denn hier? Die kenne ich ja noch gar nicht. Ha? Erstmal gucken hier mit ihm hier, ne? Wer weiß hier. Nee, die kennt er offensichtlich auch noch nicht. Okay. Hier geistern hier auch noch ein paar Geister rum. Ja, das ist doof. Ich muss jetzt hier natürlich erst eine ganze Weile warten, theoretisch, bis das Gemüse da soweit ist. Das dauert mir jetzt aber dann eigentlich auch doch zu lange. Will ich eigentlich auch nicht. Zumal meine beiden Süßen sich hier total verstritten haben. Das ist ganz schön traurig. Oh. Okay, das mit dem Gemüse wird hier erstmal nichts. Wir gehen wieder nach Hause. Was für ein Desaster. Ja, wo wohnen wir denn? Wir wohnen im Oasis. Ach je. Ja, ihr dürft alle nach Hause fliegen wieder. Ja, wir nehmen aber bitte nur unseren Haushalt mit. Was für ein... Oh, jetzt ist sie wieder sehr wütend. Die Traurigkeit ist gewichen. Sie ist jetzt immer nur noch stinkig. Was willst du denn machen? Jemand gemein zu jemandem sein? Jawohl. Oh, jetzt muss der Daddy dran glauben. Der wird jetzt angebrüllt. Oh, weia. Oh, oh. Und er hier? Oh, oh. Was für eine Stimmung. Ja, Luisa ist energiegeladen. Weißt du was, wenn du energiegeladen bist? Hast du denn eigentlich schon, genau, setz mal die Erweiterung von deinem Frachtraum erstmal fort. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Hanna jetzt hier... Hast du den schon angebrüllt? Hat der Danny schon seinen Senf weggekriegt? Oh Gott. Du willst ja erstmal gemein zu jemandem sein. Hier ist aber niemand, zu dem du gemein sein kannst. Doch, hier, guck mal, das ist doch hier einer von den Abtrünnigen. Der kann das ab, der ist auch immer nur gemein zu allen anderen. Der will aber nicht. Warte mal, bleib mal stehen. Hm? Grob vorstellen, komm. Sei zu dem gemein. Der ist zu den anderen auch gemein. Ja, bleib auf der Straße stehen, passt schon. Anna. Was bringst du denn da mit? Bringst du da gleich dein Getränk mit, oder was? Kannst du ihm gleich ins Gesicht gießen. Ja, hallo, anbrüllen. Komm, hol ihn an. Sei gemein zu ihm. Ich erlaube es dir. Ausnahmsweise. Weil er sowieso... Genau, deute mal an, dass seine Mutter eine Lein-Lama ist. Anna, lass es raus. Sag mal auf, du bist auch so ein Stinkspiegel. Ja, du warst doch jetzt schon gemein zu ihm. Wüten und toben. Ja. Oh Gott, der Arme. Nee, das können wir jetzt gar nicht machen. Komm, nimm dir eine andere. Komm hier, da kannst du mal... Was willst du denn jetzt machen hier? Genau. Stecke ein bisschen mit der rum. Den Kleinen hast du schon mal ordentlich die Laune verdorben. Das schadet ihm aber gar nicht. Das ist so ein Abtrünniger und der stänkert sowieso immer nur mit den anderen rum. Und zwar mit den Idolen, glaube ich, ne? Komm, provoziere sie mal ein bisschen. Was willst du machen? Bei jemanden wüten und toben. Oh, mal gucken. Da, wüten und toben. Du kriegst jetzt alle Wünsche erfüllt, damit es dir wieder gut geht, mein Schätzchen. Ah, ah. Und was willst du noch machen? In Ohren provozieren. Klar, darfst du. wo ist der PC? PC, PC. Hier, da ist einer. Und nimm den hier, komm. Du darfst jetzt ein wenig... wo war denn das? Kontakte knüpfen? Genau. Geh ein bisschen provozieren. So, Luisa, was macht deine Rakete? Okay, die ist ja noch am werkeln. So, und du, gnädiger Herr? Du bist immer noch ganz da beschämt. Übrigens, Hanna, du musst dann natürlich noch,
Was rauscht mir hier schon wieder? Ey, das glaube ich jetzt nicht, oder? Komm, du darfst noch das reparieren und... Oh mein Gott, was machen die hier? Und dann machst du es sauber und danach musst du aufwischen. Das hast du jetzt davon, weil du mit der Hanna gestänkert hast. So. So, Hanna, du musst dann aber auch definitiv, wenn du dann fertig bist mit vorn provozieren, hier noch, ich will mal aufs Fenster klicken hier. Hier, um einfach mal sich beruhigen zu versuchen. Erzähl mal eine epische Geschichte. Und die Kinder müssen auch noch Hausaufgaben machen, ne? Habe ich noch gar nicht geklickt. Von alleine machen die das auch nicht. So, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.